Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Stereo Trader, Entwickler und Erfinder und natürlich auch Trader. Ich freue mich, dass er wieder heute mit uns das Webinar macht und ich freue mich natürlich auch, dass Sie wieder live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, um nicht so viel Zeit zu verlieren. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Und ob der Dirk vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, bevor der Markt uns davonläuft, gebe ich dir jetzt den Bildschirm, Dirk, und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Jo, Spaß haben wir bestimmt wie immer. Mit dem Erfolg müssen wir dann mal gucken, ob das dann auch so funktioniert. Das sind gute Vorboten, ne? Das ist eine gute Eröffnung. Man kann mich hören, oder? Ja, Super laut. alles, Ah, ein alles bisschen lauter gut. geht's, ja. Also Okay, so, die und dann sage falsche ich auch Stadt. mal, bitte was? Sagt die falsche Stadt im Hintergrund, aber sonst passt es. Wieso? Die Eröffnung ist doch in Chicago. Ja, aber ich als Kölner muss man ein bisschen Ach mal so, ja. patriotisch sein. Ja, ich war ja gestern auch in Frankfurt. Von daher Na passt das gut. schon. Ich habe schon überlegt, ob ich eins von den merkwürdigen Selfies daneben soll, die ich gemacht habe, als Das machst du Hintergrundbild. nächstes Aber leider waren die alle im Hochformat. Hier brauche ich ja Querformat, von daher geht das nicht. So, dann sage ich auch mal hallo und herzlich willkommen in die Runde. Und heute wieder einmal zum Live-Trading, zur Markteröffnung und deswegen auch Frankfurt, also weil es ist ja nicht die US-Eröffnung, sondern eben Frankfurt. Und ich versuche mich da jetzt mal durchzuschlagen, nachdem ich ja im Blog letzte Nacht, also ich schreibe den ja immer so irgendwie gegen Mitternacht oder gerne vorher, nur gestern war ich halt so ein bisschen länger wach, weil ich halt, der ein oder andere hat es vielleicht gerade gehört, ich musste halt noch was für den Support von FXLED machen, damit die heute nicht da irgendwie Probleme haben, weil da gab es kurz eine Zwischenversion und da war ein kleiner Bug, der nicht so nett war und der musste raus und deswegen bin ich heute Nacht dann irgendwann so um ja, 2:30 ins Bett und sitze hier natürlich frisch fröhlich, völlig ausgeschlafen und stelle gerade fest, dass der Block irgendwie nicht so ganz ins Schwarze trifft heute, beziehungsweise ist natürlich aber auch immer schwer, ohne die ersten Stunden, das halt richtig einzuschätzen. Weil, also ich beziehe mich da halt hauptsächlich natürlich wie immer auf den DAU. Und da hätte ich eigentlich eher gedacht, das wird ein kleines Exhaustion Gap. Also der hat ja mit dem Gap aufgemacht. Ich gehe mal hier gleich mal rüber auf den Schirm. Meine große Kamera muss heute ausbleiben, weil wie gesagt, nach 5 Stunden Schlafen noch nicht mal ist das grenzwertig. Von daher hier unten aus der kleinen Ecke mit dem Kaffee versuche ich mich da jetzt mal durchzuschlagen. Also wir sehen halt, also ich hoffe, auch euch geht es gut, das vielleicht mal vorab. Und wie immer seid ihr eingeladen, hier 1:1 nachzutraden, wie der Nelson ja gerade schon gesagt hat. Das ist natürlich ironisch gemeint, sondern es geht ja darum, seine eigenen Entscheidungen zu finden und die halt möglichst dann mit meinen abzugleichen. Weil auch wenn ich jetzt im Block, ne, ich habe den wie gesagt unterschätzt. Da muss man gleich mal gucken, wie ich damit umgehe. Das heißt, ich gehe hier völlig meinungsfrei. Jetzt erstmal muss ich an den Markt rangehen. Ansonsten wird das nämlich auf keinen Fall irgendwas werden. Ne? Das ist immer so ein bisschen kritisch. Also ihr könnt auch gerne immer in die Kommentare hier was reinschreiben. Sei es zum Markt, sei es zum Wetter. Und ich freue mich, wenn ich hier nicht nur vor mich hin brabble, sondern wir hier so ein bisschen Interaktion haben. Also hier auf der linken Seite der DAX müssen wir gleich mal gucken, wen wir uns da jetzt schnappen bei der Eröffnung. Ich bin ja DAX und ich, das ist ja so ein bisschen schwierig, ne? Also generell. Also manchmal läuft das sehr, sehr, sehr einfach alles, aber oft halt leider dann auch nicht. Und ich starte mal mit dem DAU, zumal der jetzt auch natürlich die wesentlich größere Vola auch gerade hat. Und gucken wir uns dann mal das Bild an. Also wir sehen hier. Ich mache das mal ein bisschen breiter, größer. Hier unten ein Gap. Ja, unverkennbar. Das kann man auch hier gerade mal einzeichnen. Und damit wir mal wissen, wovon wir da reden. Also, ich hatte dann tatsächlich auch noch eine Rest-Short-Position und es war halt leider nur teuer, das Gap.
Und das hätte ich mir besser irgendwie geschenkt. Aber Fehler sind ja auch dazu da, um gemacht zu werden. So, komm, einmal aktualisieren, damit es im Live-Chart auch drin ist. Also, wir sehen halt hier, ne, das war ja halt der Freitag, ja, und wo er dann auch auf die 600 aufgesetzt ist. Da wollte ich am Freitag ja auch hin, habe ich ja klar gesagt, das ist die erste Korrekturmarke in diesem massiven Anstieg. Hätte aber gedacht, dass der eigentlich noch ein kleines Stückchen tiefer geht. Und ich würde halt auch leider wetten, er macht das auch noch. Also heute wahrscheinlich eher nicht, ja. Aber das ist noch nicht fertig da unten, die Geschichte. Das sieht mir zu, ich weiß es nicht. Ne? Der hätte hier eigentlich auf diesen letzten Hochs einmal aufsetzen müssen und nicht nur auf diesem Peak. Ich hoffe, man sieht es alles, ja. Ich bin da nicht im Weg. Nicht nur auf diesem Peak, den wir hier sehen bei der 29.600, sondern ein kleines Stück tiefer und dann halt drauf. Das wäre wesentlich eleganter gewesen. Ärgere ich mich natürlich auch so ein bisschen, weil ich jetzt natürlich den Long nicht habe, weil ich wollte ja, habe ich ja auch gesagt, geschrieben, dass ich mich da halt auf jeden Fall nochmal Long einbauen werde und weil ich erstmal davon ausgehe, dass die Abwärtsbewegung da unten fertig ist. Problem ist immer nur, wenn der Markt so läuft, ja, der läuft jetzt irgendwie nur noch am Stück nach oben und das sieht so ein bisschen aus wie die Anfänge von einer Bärenmarkt-Rallye. Ne? Also Bärenmarkt-Rallye ist ja einfach nur, das sind nicht wirklich Käufer, ich meine jetzt ja sowieso nicht, das ist der Future hier, der über Nacht gelaufen ist, sondern halt letzten Endes also Short-Aufgeber, wenn die Bären halt, wenn die Felle fliegen, ja, wenn die halt ihre Short-Positionen auflösen, werden die dann halt im Future in den Optionen und so weiter, dann halt letzten Endes zu Käufern. Und das treibt den Markt nach oben. Das heißt aber nicht, dass hier schon wirklich richtig gekauft wird. Ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und das sieht halt alles sehr squeezig gerade aus und noch nicht irgendwie nach echtem Anstieg. Und wie gesagt, deswegen hätte ich es auch besser gefunden, wenn er erstmal hier unten nochmal irgendwo ansetzt, in dem Segment irgendwo und dann halt also zur Kassazeit von da unten rauszieht. Dann wäre das halt irgendwie wesentlich sauberer. Und so rennt der halt einfach davon und gestern auch mit relativ schlappem Volumen die ganze Geschichte. Und dann bleibt halt die Frage, was soll das werden? Also ich habe hier im Daily halt auch bei 30.563. Jetzt erstmal ist die rot. Ich glaube auch nicht, dass die bis heute Abend einfach so gekauft wird, sondern werden wir schon mal irgendwie drunter hangeln. Und kommt einfach daher, weil wir halt hier jede Menge Supports haben. Hier oben im Daily, ne, in dem Bereich 563, also ein bisschen tiefer. Der Daily ist ja nie so genau, bezieht sich dann immer mehr auf den Schlusskurs. Also hier auch so ein bisschen tiefer und der läuft da gerade in diese Supports von unten rein. Und deswegen, das wird nicht einfach gekauft werden. Das glaube ich nicht. Also nächstes übertriebene Ziel wäre natürlich dann hier oben schon fast die 31.000 in dem Segment. Aber noch sind wir da nicht. Ne? So, vor allen Dingen wird man jetzt halt sehen, wie die Kasse jetzt in Frankfurt erstmal damit umgeht. Also weniger mit dem DAO, sondern mit dem DAX. Und dann halt auch mal sehen, ob man das dann dort so gut findet. Wobei die natürlich gestern den Anstieg im Kassa gemacht haben. Also es ist alles so ein bisschen, ich will nicht sagen widersprüchlich, ne? Aber halt nicht ganz klar. Auch wenn es jetzt irgendwie so brutal long aussieht, alles. So wirklich klar ist das nicht. Und ich tue mich da irgendwie diese Woche so ein bisschen schwer damit, den halt sauber zu greifen. Und deswegen habe ich mich weder gestern noch heute im Block auch wirklich festgelegt. Aber es macht ja auch keinen Sinn. Ne? Ich meine, ich habe ja wirklich die letzte Woche und auch die davor, ich habe ja fast jedes Mal irgendwie genau ins Schwarze getroffen, was das da halt irgendwie werden soll und die nächste Bewegung. Und ich finde es aber dann auch wichtig zu erkennen, so, wenn es halt eben dann, wenn man merkt, irgendwas, irgendwie kriege ich da das Ding nicht wirklich zu greifen, er macht nicht genau, was ich mir vorstelle, also erstmal dann halt auch ein bisschen zurückhalten, bevor man sich dann zu weit aus dem Fenster legt. Ne? Finde ich halt schon wichtig. So, also das ist jetzt ja erstmal nur der Daily. Wenn man dann, also im DAX halt auch, ne? Also hier kommt auch vom SMA 20 da unten an, aber auch ohne hier so ein bisschen mehr reingestochen, wäre schon irgendwie gut gewesen, aber okay. Der, wie gesagt, hat es ja im Kassa gemacht, den Anstieg gestern, und ist nach oben gezogen. Das heißt, hier fehlen eigentlich keine Käufer. Die fehlen eigentlich mehr im DAO. Von daher hat der DAO ein bisschen mehr Potenzial, nach unten ein bisschen deutlicher zu reagieren als der DAX, würde ich jetzt mal so mal ganz grob formulieren. Im DAX ist natürlich jetzt augenfällig hier oben der Bereich, also bis rauf zu 13.111, wobei das sind wir halt noch nicht. Aber es also auf der anderen Seite, wäre es jetzt der DAO, würde ich sagen, ja,
Katzensprung, ne, daraus. Schafft man ja irgendwie mit 2, 3, 5 Minuten Kerzen. Da steht ihr da oben, aber der DAX hat eben nicht unbedingt. Ne. Auch mit einem kleinen Gap hier gestartet. Kann ich auch mal einzeichnen. So sieht die Geschichte hier aus. Also nicht wahnsinnig viel, aber es ist eben Gap und läuft direkt weiter. Hat auch nur auf dem Hoch vom Freitag aufgesetzt, hier so ein bisschen, ich hoffe, man kann das erkennen, genau wie der Dow auch. Auf dem Vortageshoch hat er sogar nur aufgesetzt und rennt dann direkt nach oben weg. So. Also, was machen wir, DAX oder Dow? Ich gehe jetzt aber auch mal kurz hier mal in die Stunde rein, damit man die eben auch mal sieht. Dow das Gleiche. DAX ist da natürlich ein bisschen viel an Material, was sich da wieder angesammelt hat. Also man sieht aber hier zumindest, okay, reagiert. Auch hier unten der grüne Bereich hat reagiert. Also die Levels sind ja natürlich vorher schon da gewesen. Und jetzt hier oben an der 832 hängt aber hier so in der letzten Aufwärtsbewegung drin, die jetzt natürlich von Overnight ist. Es ist 7 Uhr Bewegung hier, oder? Ne, die 6 Uhr sogar. 6, 7, 8, ja. Und hängt das so ein bisschen drin, heißt, könnte auch gerne hier unten erstmal aufsetzen. Ob man jetzt dahin shorten muss, das steht natürlich nochmal auf dem anderen Blatt, ne? Aber das wäre dann zumindest dann halt auch mal hier in der Nähe vom Gap, beziehungsweise mal ins Gap sogar. Ist hier auch noch nicht eingezeichnet, mache ich auch mal gerade. Ne, das wäre halt schon denkbar. So, denkbar heißt aber nicht, muss so sein. Ja. So, das heißt, ich werde mich hier jetzt nicht mal eben so festlegen und sagen, ja, da macht jetzt das und das und das und gucken wir mal dies. Ne. Mir bleibt gar nichts anderes übrig, als jetzt genau reinzugucken, was der Markt denn da tatsächlich irgendwie vorhaben könnte. Ne. So, gucken wir mal in den DAO. Also, der hat versucht, hier oben wegzulaufen. Das scheint irgendwie nicht so wirklich zu gelingen, hat kein neues Hoch gemacht, aber ist hier deutlich am Squeezen. Da hätte ich auch gedacht, dass der hier eher so bei diesen letzten Hochs, so hier in dem Bereich, dass der da dann eher so halt hängen bleibt. Aber irgendwie hat er das anders gesehen. So, mal gucken, ob wir hier ein bisschen andere Farbe da an den Start kriegen. Damit man es ein bisschen besser erkennen kann. Ja, gut, schön ist anders, aber egal. Man kann es ja erkennen, ne? Weil es halt hier so diese Peaks waren an der Stelle und da ist aber eben auch einfach mal durchgeballert und kommt dann jetzt auch hier wieder runter. Was man hier übrigens sieht, diese Felder hier, das sind Außenstäbe und es kommt eben von dem Priax-Tool, worauf ja auch der Trading-Stop basiert, dieser Priax-Trading-Stop, ne? Der halt die Außenstäbe verfolgt. Macht aber hier jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn erstmal, sondern ist eher mal hilfreich, wenn der Markt halt eine Struktur entwickelt. Ne? Also wenn er halt sich in Außenstäben in eine Richtung halt bewegt. Und das ist aber hier nicht wirklich so der Fall. So, gucken wir uns parallel mal den DAX an. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich genau dieser Bug, von dem die Rede ist. Der stellt nämlich immer den SL auf irgendwelche schrägen Werte halt zurück und nicht, dass der mich dann da halt irgendwie gleich abschießt. Das ist aber eine Version, die ich jetzt hier noch nicht drauf habe. Ist das schon aktualisiert? Also, ich bin mal gespannt. Ja. Also hier sieht man halt auch irgendwie nicht wirklich eine Struktur. Ne? Also mal irgendwie short, long, short, long, long, short. Ne? Also es ist schon ziemlich hin und her, die ganze Nummer. Das Einzige, was halt relativ klar ist hier, sieht man hier unten, ist der H1. Und der halt einfach nur im Long-Modus die ganze Zeit unterwegs ist. Ja. So, mal abgesehen von dem Gap hier, was er hier aber auch zugemacht hat. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das hier werden soll. Also ich wäre halt schon irgendwie, oder das Ziel von dem Live-Trading sollte eigentlich sein, hier einen netten Schwung irgendwo mitzukriegen. So Richtung egal. Ne? Und jetzt nicht unbedingt irgendwie die große Reise, weil das wird von hier oben nicht gelingen. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das so nicht funktioniert. Und weil halt eben mit dem Gap im Nacken könnte ein bisschen schwierig sein, da halt irgendwie, also vor allen Dingen nach Norden, da halt irgendwie eine größere Strecke hinzukriegen. Dann eher noch nach Süden, aber der Markt ist noch nicht short. Deswegen
Bin ich da dann schon eher auf der Suche danach, dass wir hier halt einfach so ein paar Punkte in irgendeine Richtung halt mitbekommen werden. So, mal gucken, ob das gelingt. Ist hier irgendjemand positioniert? Wenn ja, warum? Muss ich mal genauso fragen, weil es ist für mich halt eben noch nicht erschließt, so wo man jetzt hier sich in eine klare Richtung, ohne dass man jetzt irgendwas gesehen hat, was die Kasse damit macht, positionieren könnte. Also, was so ein bisschen auf der Hand liegt, ist, dass das High nochmal getestet wird, hier oben bei der 832. Andererseits will er aber nachhaltig rauf, sollte er eigentlich dann erstmal runtergehen. Ne? So das Übliche. Direkt rauf geht nicht und direkt runter heißt später hoch. Also es ist einfach nur so eine Erfahrung, die man halt dann doch immer wieder ganz gut beobachten kann. So, und der Dow, der drückt sich darunter wieder hier auf das letzte Low, was er um 8 Uhr gemacht hat. Gucken, ob der nicht interessanter ist als der DAX hier gerade. Und da würde ich jetzt zumindest mal, glaube ich, die ersten 5 Minuten abwarten, um mal zu gucken, was das Ganze werden könnte. Also wie gesagt, wenn wir hier oben an die Hochs nochmal drüber kommen, dann kann man da vielleicht tatsächlich die Übertreibung suchen und dann vielleicht macht er auch hier einfach das nächste Level, setzt da oben einen drauf und kommt dann erstmal runter. So, andererseits, wenn wir eben halt in dem Bereich hier unten laufen, also nochmal Richtung Gap, da unten hin, würde ich halt eher Long suchen und dann versuchen nochmal zurückzukommen. Das heißt, ich muss hier so ein bisschen in der kurzen Zeit, in der kleinen Zeiteinheit, so ein bisschen antizyklisch versuche ich mich da zu verhalten. So, aber wie gesagt, ob das gelingt, steht natürlich wie immer auf dem anderen Blatt. Aber man sieht auch, dass die Kasse ja auch noch nicht so weiß, so richtig weiß, was sie damit anfangen soll. Ja, wir stehen immer noch an der Eröffnung, es sind irgendwie 2, 3 Minuten rum, also eine klare Richtung gibt es auf jeden Fall hier auch noch nicht. Mal gucken, ob die jetzt nicht gleich mal irgendwie kommt. Hier kleines neues Low unten angesetzt. Dann bin ich mal gespannt. Aber ist natürlich auch, also hier oben long, ne, einfach mal so und dann laufen lassen, mal gucken nach dem Motto, wie weit wir da kommen, ist natürlich auch nicht ganz ohne, ne? Weil wir hier halt eben schon so ein bisschen an der Decke kleben. Also der DAX hat da eigentlich noch deutlich mehr Platz nach oben als der Dow jetzt gerade. Und von daher, ja, also ne, Marcel schreibt hier, hat er auch recht, kleiner Abpraller. Ja, das ist, ne, das ist schwierig. Also deswegen, ich würde jetzt mal gucken, wirklich, also glaube ich, ist nicht falsch, jetzt erstmal halt hier mal kurz zu warten, um mal zu sehen, ob man überhaupt irgendeine Tendenz erkennen kann, und sei es nur irgendwie im 5 Minuten, wo der Markt jetzt eigentlich hin will. Also, ne, und sich dann halt versuchen, da dran zu hängen. Und das muss ja nicht irgendwie ein Longrunner sein, also rein zeitlich, sondern das ist ja auch okay, wenn der irgendwie ein paar Minuten läuft und man Hauptsache, man hat irgendwie den Weg so ein bisschen halt, ne, dass man den halt ein bisschen erkennt, was das halt irgendwie werden soll. Und um mehr geht es ja hier nicht, ne? Weil hier sieht man ja im DAX stehen immer noch an der Eröffnung. Ne? Zack hat hier so ein bisschen rum, mal kurz das Tief hier unten ausgetestet, die Value Area. Und wenn er jetzt nochmal runterkommt, dann würde ich mich da, glaube ich, mal irgendwie Short dranhängen und mal gucken, ob man den nicht da unten durchgeschleudert kriegen, mal irgendwie kurz für ein paar Punkte. Also zumindest wenn jetzt der M5 schon mal irgendwie in Rot endet, wir hier ganz simpel im SMA 20, im M1 unterm SMA 20 dann hier halt auch hängen, da abprallen, unter der Kassaeröffnung und dann halt mal sehen, ob das funktioniert oder eben nicht. Also das hier sieht erstmal, also 5 Minuten betrachtet, könnte funktionieren. So, das Problem ist immer nur im DAX. Wenn der erstmal eine Richtung eingeschlagen hat, man falsch liegt, hat man ein Problem, weil der sich einfach nicht genug bewegt. So, also so sieht der M5 jetzt erstmal nur aus. Ne? Einmal so einmal kurz in den ersten 5 Minuten da abgeprallt. Was habe ich jetzt getan? Wieso ist der jetzt raus? Das ist wahrscheinlich irgendwie dem Bug geschuldet.
Ach, was habe ich? Hat das irgendwie einer gerade gesehen, was das war? Also DAO funktioniert es auf jeden Fall, das weiß ich. Wenn nicht, spiele ich das hier mal ganz schnell irgendwie ein. Weil ich muss ja schon irgendwie handeln können. Ach so, der BE-Schutz auf 2 Punkte. Ja, toll. Gut. Also plus 2. Gut. Nee, weil die Punkte hat er nämlich jetzt korrekt zurückgestellt. Das passt schon soweit. Auch gerade gewundert. Aber okay. So, dann habe ich jetzt irgendwie 2 Punkte gemacht. Was ja auch gar nicht so falsch ist. So. Na komm, dann schieb mal so ein bisschen hier runter. Was sagt der DAO unterdessen? Ja, genau das Gleiche. Ne? Also, wo ich vorhin meinte, der setzt wahrscheinlich hier nochmal auf den Lows irgendwo auf. Wie gesagt, der DAX ist so ein bisschen. Na, guck mal. Vielleicht kriegen wir den jetzt. Ich starte mal nochmal klein, um mal zu gucken, dass es jetzt nicht nichts anderes war als der BE-Safe. Ja, okay. Und dann halt nach unten ein bisschen verlängern, die ganze Nummer. Und dann halt, wie gesagt, mal sehen hier Richtung Vortageshoch. Und gucken, ob man den halt unten bekommt oder eben nicht. Ne? Also. So, das heißt, wir kleben hier nochmal an dem Low. Jetzt muss es natürlich irgendwie brechen, sonst wird es doof. Ja. So, hier im H1 sieht man es halt auch. Aber jetzt dieses Low hier an der Bewegung hier unten, also 12.744. Aber jetzt klebt er halt hier direkt fest. Ist halt auch im M15, der ist im A20, aber der hat ja gerade schon irgendwie reagiert und nicht so wahnsinnig viel gebracht. Mal gucken, ich würde ihn natürlich relativ gerne irgendwie schnell absichern können. Und nicht hier ewig warten, bis da irgendwas passiert. Also hier bei neuem Low würde ich den halt dann auch jetzt direkt dann erstmal sichern. Ne? Also hier manuell. Und dann mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, da unten hin. Ne, weil wir sind hier irgendwie short am Low. Das ist irgendwie schon gerne mal irgendwie auch gerne anstrengend. Ne? Von daher muss man da eng dranbleiben. Kann natürlich jetzt echt sein, dass ich hier mit irgendwie 3 Punkten da rausfliege. Wäre möglich, aber dann kann ich es nicht ändern. Also das heißt dann einfach nur, dass der Markt dann choppy ist. Also hier 12.744 auf den Dingern hier aufgesetzt. So, direkt nochmal hinterher am Hoch von der M1. Manuell halt alles. Ne? Das jetzt hat jetzt leider dann wenig, was ich vom Stereo Trader an der Stelle zeigen könnte. Aber ich weiß ja eben nicht, ne? Ob der das da halt macht oder halt nicht. Ne? So, das waren jetzt so ein paar Punkte. Ich muss das auch nicht unbedingt ausreizen, aber man sieht ja hier, es reagiert sofort schon wieder. Ne? Und klar, weil, also wir sind halt hier im Peak, also hier unten an dieser, dafür ist es eigentlich ganz, ganz nett, wo man das dann halt eben auch sieht. Hier mit den Außenstäben, also wir stehen da einfach da unten jetzt drauf auf dem letzten Peak. Ne? So, ob der jetzt da wirklich durchgeht, keine Ahnung, vielleicht holen wir nochmal irgendwie Luft da oben, aber besser ein paar Punkte als gar keine Punkte. Ne? Ja. War jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ist ja trotzdem okay. So, mal gucken, was treibt der Kollege unterdessen? Der geht sauber unten durch. Den hätten wir natürlich besser shorten können. Ne? Ich habe so ein bisschen geahnt, dass der natürlich wieder viel, viel, viel netter läuft und sauberer. Und hat er vorhin überlegt, ja, handelt es nicht lieber den als den DAX? Ne? Weil hier sieht man zum Beispiel, ne, also im M1 schiebt sich hier einfach sauber da halt durch. Der choppt halt nicht so viel in der Gegend rum, ne? Sondern er macht halt seine Strecke fertig. Und dann ist gut. Ne? So, und die Strecke ist fertig. Wo? Gute Frage, nächste Frage. Also hier würde ich dann jetzt zum Beispiel mir hier mal die Hochs angucken. So, hier zum Beispiel. Ne? Also, machen wir den mal ganz motiviert hier grün. Bei der 414, also mal noch schlappe 100 Punkte tiefer. Das kann der schon machen. Ne, weil er halt hier eben auch so im Squeeze durchgelaufen ist, da nicht, noch nicht mal aufgesetzt hat. Das heißt, das wäre schon denkbar, dass der nochmal 100 Punkte runterkommt, um dann nachher da unten zu drehen. Das Problem ist jetzt nur, es kann halt sein, dass er das nicht in dieser Stunde unbedingt macht.
sondern dass er halt eben da jetzt auch irgendwie zwei Anläufe dafür braucht. Also was er auch gerade versucht, ist hier den Außenstab im H1 zu eliminieren. Das gelingt ja in der Regel auch nicht so einfach. Und schick wäre natürlich, wenn er wirklich versucht, das hier in Übertreibung zu machen, ne? Jetzt richtig sauber runterkommt und dann könnte man halt irgendwie wahrscheinlich dann auch nachher sehen, dass er versuchen wird, ne, von da bis da halt einfach nochmal dann zurückzulaufen. Aber mal gucken, das ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen Wunschdenken, aber erstmal drückt er ja nach unten hin. Von daher gibt es jetzt da nicht so viel Grund, warum das nicht auch ein Stück weiterlaufen sollte. Und das hört sich hier übrigens vom Orkan, weil ich das irgendwie alles gerade nochmal auch am Testen bin. Die Levels und hier unten war gerade der Vibob. Da freut sich der Orkan dann, dass der wieder funktioniert hat. Da unten als Übertreibung. In der Übertreibung, besser gesagt. So, hier wird man dann jetzt zwar vielleicht, ne, zum Thema Struktur, was ich ja vorhin meinte. Ne? Also hier sehen wir ja halt zum Beispiel, der hat jetzt zumindest im M5 und dreimal hintereinander hier in Rot. Wird jetzt versuchen, die hier möglicherweise wegzunehmen. Ob das dann gelingt, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Ja, das heißt, hier oben rauszulaufen, könnte er versuchen. Das wäre dann halt eben auch der SMA 20, M1. Oder man gibt den halt Market rein. Vielleicht bin ich da ein bisschen schnell. Aber ne, normalerweise versucht er dann schon auch die Struktur zu halten, wenn sie dann erstmal etabliert ist. Und mal gucken, ob wir hier unten nochmal drauf kommen. Und das muss ja jetzt auch nicht hier eine Weltreise sein, sondern irgendwie nur so ein paar Punkte rückwärts. Da wäre ich ja schon recht happy mit. So, außer irgendwie, der DAX hat jetzt irgendwie auf der anderen Seite Motivation und versucht da halt jetzt direkt um 9:15 Uhr schon wieder raufzulaufen. Das wäre natürlich dann so ein bisschen anstrengend für die Geschichte hier. Aber werden wir gleich mal sehen. Also er versucht halt hier jetzt einfach, wie man ja gerade sieht, hier direkt Trail rein. Das gibt nochmal ein paar Punkte. Ja, gut, hat jetzt hier reagiert, aber okay. Also, ne, weil was soll ich sonst machen? Also es war jetzt dann halt auch wieder nur ein Scalp, ne, aber und auch wieder nicht viel. 14 Punkte. Aber was soll ich tun, wenn ich halt eben nicht weiß, so, was ist jetzt irgendwie gerade die aktuelle Richtung? Was soll die ganze Geschichte werden? Da bringt es ja nichts, wenn ich mich jetzt hier festlege. Und dann halt irgendwie sage, der macht das schon. Und skaliere mich da möglicherweise dann halt zu Tode. Das bringt ja halt alles nichts. Ne? Deswegen finde ich das jetzt so zu machen, halt hier mit kurzen, kleinen Bewegungen erstmal besser. Und weil ich nicht glaube, dass wir auch vor Ende der Stunde da irgendwie was Größeres sehen werden. Ne? Ist natürlich jetzt auch nur eine Vermutung, aber besser ich vermute und handle mich bis dahin, als irgendwie auf der Vermutung zu beharren und sagen, das ist so und dann darauf halt irgendwie meine Oma zu verwetten. Ne? Auch keine Knoppers. Ja, das könnte, du hast ja noch ein bisschen hin, ne? 15 Minuten. Aber gar nicht so schlecht, ne? Von der Trading-Frequenz hier. Irgendwie noch keine 15 Minuten um, schon irgendwie zwei Trades eingetütet. So, der DAX macht es tatsächlich ähnlich, wie man sieht. Ja, also hat hier auch nochmal irgendwie die ganze Nummer hier oben getestet. Das heißt, da könnte man sich jetzt tatsächlich schon nochmal dranhängen. Mit Schluss von den 15 Minuten. Mal gucken, ob die dann unterm 20er sein wird. Und damit dann halt eben auch unter der Value Area. Und dann könnten wir uns mal versuchen, da unten rauszuhangeln. Und dann halt endgültig auch mal in Richtung, ja, das kann funktionieren. Ich mache das mal klein, erstmal, damit ich ein bisschen Luft habe. Und halt würde ich jetzt von hier aus, wie gesagt, versuchen, na komm, ein bisschen mehr geht schon, von hier aus mal versuchen, jetzt wie gesagt, die Value Area, nicht die Value Area, das Vortages hoch zu erreichen. Das sind natürlich noch ein paar Meter hin. Solche Kerzen, ja, okay. Ah, lassen wir dem mal ein bisschen Luft, komm. Upsi.
Ups, ups, ups. So, hier oben mal an die HS jetzt erstmal dran. Ich hoffe, das war kein Fehler, aber da wir erstmal nach unten drücken, ist das vielleicht nicht ganz falsch. Also ein bisschen Zeit wird man dem jetzt hier wahrscheinlich lassen. Aber das halte ich jetzt schon für recht plausibel. Ja, also halt auch wieder short am low, ich weiß. Na, muss im Zweifelsfall dann auch wieder schnell sein. Das heißt, hier erstmal, also break even safe nach irgendwie 15 Punkten würde ich den auf jeden Fall dann mal absichern lassen. Also ich brauche jetzt ja auch hier, ne, wenn der erste Impuls, und der ist ja hier gerade im M15, ist nach unten, ich brauche hier nur eine Fortsetzung von dem Impuls. Ne. Von daher eigentlich kein Hexenwerk. Und auch wenn wir jetzt hier am Low sind, so, was ich nicht brauche, ist ein Spike. Ja. Aber das mag ich am DAX einfach nicht, dass der hängt sich immer so schnell so fest. Ja, und dann steht er da halt wieder rum. Von daher kann er einem schon ziemlich auf den Zeiger gehen. Also vor allen Dingen hier so einen Punkt davor gebremst und gucken, wie der sich jetzt irgendwie dann halt nur noch in eine Bewegung, eine Richtung aufwärts jetzt bewegt, dann haben wir natürlich hier ein Problem, weil dann kriegen wir das Ding nicht mehr los. Also, weil das, deswegen handle ich den DAX eigentlich nicht gerne, weil er halt, ich nenne ihn immer Bewegungslegastheniker, ne? Er halt sich echt immer so sau doof, dann halt irgendwie so zwei Punkte rauf und runter, rauf und irgendwie nicht mal halt irgendwie so ein bisschen korrigiert, auch innerhalb von so einer 5-Minuten-Kerze, sondern immer nur so irgendwie in eine Richtung und dann, ja. Aber gut. Wir werden sehen, also hier unter der Value Area hat irgendwie gerade nicht so wirklich funktioniert, eventuell muss man den auch rausnehmen. Entschuldigung, das ist trocken Hals hier. Auf der anderen Seite sind wir jetzt hier gerade mal irgendwie 10 Punkte unter der Eröffnung. Aber dass die jetzt einfach so nach oben wegläuft. Gut, wir reden vom DAX. Ne? DAX ist ja alles möglich. Geben wir dem mal ein bisschen Luft. So, weil jetzt hier ein neues Hoch wäre natürlich schlecht. Ne? Also bis darauf, okay. Aber komplett irgendwie da oben raus. Oder mit möglicherweise auch noch mit einem neuen Hoch und dann wieder rein. Das finde ich natürlich dann ziemlich nervig. So, wie ich so oft sage, ne, der DAO ist immer dazu da, um den DAX, um meine DAX-Trades zu finanzieren. Beim DAO hat man gerade gesehen, irgendwie zack, schnell, fertig. Irgendwie 140 Euro mit irgendwie 14 Punkten in ein paar Sekunden. Aber das meine ich halt. Ne, immer so dieses immer so hier so. Oh. Das macht er natürlich als Scalper komplett irre. Ne? Naja, schauen wir mal. Ich will nicht schimpfen, bevor es nicht irgendwie erledigt ist, die Nummer hier. Also, ich gebe natürlich eine Chance. Ja, also. Der Grund ist ja halt einfach nur der, ich habe hier die 15 Minuten die Tendenz halt eben für, die halt einfach hier in Rot ist, ne? Und was irgendwie aussieht nach, ja, wir suchen uns den Punkt, wo wir dann halt irgendwie auch abspringen können. Und das ist der Grund für Short jetzt hier erstmal. Ne? Also ohne große Meinung und aus dem Daily betrachtet und die Kasse, oder das ist ja halt so ein bisschen die in der Natur von der Uhrzeit, genauso wie nachmittags im DAO, ne? Die suchen sich ihre Ziele halt schon eher im Daily, also was halt eben auf Tagesbasis da relevant ist, als jetzt irgendwie Stunde oder so. Es interessiert am Ende irgendwie keinen. Das ist dann halt eher für uns Verrückten halt interessanter, weil wir natürlich halt versuchen, irgendwie ganz knappe Dinge halt mitzunehmen und nicht irgendwie unbedingt den ganzen Tag, ne?
Weil brauchen wir ja nicht, weil wir können ja irgendwie mit kleinen Stricken ja was anfangen. Und das kann ja natürlich jemand, der jetzt irgendwie da so ein paar tausend Kontrakte irgendwie loswerden muss, halt natürlich nicht. Ne? So, und deswegen haben die natürlich schon nochmal irgendwie eine andere Herangehensweise, als das bei uns der Fall ist. So, komm, jetzt schieb mir das Ding einmal da unten durch. Einmal drücken und dann ist, mehr will ich doch gar nicht. Ne? Einmal hier unten Richtung Vortageshoch, in Richtung. Der muss, und deswegen auch hier der, wäre auch da der Trail. Und damit ich das nicht unbedingt bis auf den letzten Punkt da halt ausreizen muss. Aber hier geht es irgendwie nicht vorwärts. Ne? Es geht nicht vorwärts da unten. Das ist. Zehn Punkte rauf und runter. Ach, das ist natürlich immer meine Lieblingsbewegung dann. Klar, wir kleben halt auch hier unter oder beziehungsweise an der am VAL, also Valley Area Low. Oh, jetzt kommt aber hier einer, das ist nicht unser Freund. 172 Kontrakte long finde ich aber jetzt gerade nicht so witzig. Also wenn die jetzt echt sind, dann haben wir jetzt hier ein Problem. Ich hoffe, dass das Ding gleich wieder verschwindet und da irgendwie nur mal einer kurz angeben wollte. So, das heißt also Valley Area Low, das heißt ja für die, die vielleicht irgendwie zum ersten Mal hier dabei sind, in dieser Spanne wurden halt heute 70% des Tagesvolumens gehandelt. Ja, das scheint echt zu sein. Ne? Daher, ich gebe mal hier oben erstmal eine raus. Also falls er jetzt hier nochmal nachdrückt, würde ich die Position jetzt hier erstmal im Verlust erstmal teilauflösen, weil das bringt nichts. Das heißt, also 70% des bisherigen Tagesvolumens spielt sich halt darin ab. Jetzt ist natürlich das Tagesvolumen noch nicht hoch, aber trotzdem, wenn er halt vom Volumen her eine Richtung vorgeben will, und dann wird das, passiert das natürlich über die Value Area. Ne? Das heißt, da würden wir dann sehen, okay, wenn die unten rausfällt, dann ist halt eben das Verkäufervolumen halt höher und andersrum halt eben das Käufer. Im Volumen, wenn es nicht direkt nach oben rausgeht. Ne? So, aber halt, ich finde es leider, ich finde den DAX natürlich direkt schon super nervig. Ne? Also hier irgendwie unten zweimal angetestet, die Geschichte. Drei Punkte raus. Okay. Und dann halt direkt wieder hoch. Im Zweifelsfall kann man natürlich das Ding drehen, aber dafür fehlt mir jetzt ja auch gerade noch irgendwie so ziemlich jeder Ansatz. Ne? Das heißt, ich würde jetzt dann hier erstmal warten. Ja, vielleicht fliege ich ja hier direkt raus. Stehen halt hier direkt wieder an der Kasseeröffnung. Ne? So, er drückt nach oben. So, ich drehe es mal. Ich bin mal todesmutig hier und versuche mich mal halt dem Kollegen da dran zu hängen, der halt vorhin da unten mit den 123 Kontrakten agiert hat. Auch wenn wir jetzt hier am Hochstehen, ja, von dieser ersten Abwärtsbewegung. Aber ist egal. Also, wir sind ja generell im Long-Markt und das kann natürlich dann im Zweifelsfall im Verlust drehen, ist immer schwierig. Es wird im Zweifelsfall dann eben halt auch mal teuer. Wenn nicht, muss man halt eben sagen, gut, dann geht man halt erstmal raus. Ne? So, mal gucken, ob das gelingt. Wird dann natürlich jetzt die zweite direkt unten dran setzen, falls er jetzt irgendwie halt hier oben durchdrückt. Ja, sieht erstmal nicht ganz falsch aus, wird aber noch mal ein Stück korrigieren, so wie ich das einschätze. So, da ja, hat unten auch erstmal sauber aufgesetzt. Das heißt, den könnte man tatsächlich auch direkt hier mal versuchen, eine Runde Long mitzunehmen. Aber auch erstmal klein. Mit ein bisschen Größe, mit ein bisschen mehr Luft. Und dann müsste natürlich der
Also der DAX müsste jetzt natürlich dann wirklich komplett nach oben durchdrücken, ne? So, dann hätten wir hier halt dann auch das Target recht deutlich, recht klar definiert, nämlich dann halt eben das Tageshoch, was wir bisher schon hatten, oder halt eben auch darüber hinaus, ne? So, mal gucken, ob das gelingt. Also man kann die ja skalieren. Das heißt also auch nach oben raus long einstoppen lassen, müsste aber hier jetzt mal irgendwie relativ dringend dann doch diese 15 Minuten Abwärtsbewegung mal ein bisschen deutlicher rausnehmen hier, ne? Und dann halt bitte durchs Dach. Weil ansonsten macht das keinen Spaß, ne? So, der hier auch. So, ich würde ihn auch direkt, wenn der jetzt hier irgendwie mit der Knoppers-Fraktion da um 9:30 Uhr, wenn die da mitzieht, auch direkt hier weiter durchskalieren. Also direkt rauf. Ja, ne, der Dow, der macht es halt einfach. Es ist easy peasy. DAX, Nervensäge. Naja. Der vor allen Dingen, der war noch gar nicht jetzt oben dran, also hier an dieser ersten Abwärtsbewegung. Ja. Also hier oben, da wäre halt na, die 591, also knapp unter der 600 hier oben. Das wäre so die Grenze, wo er erstmal hin müsste, wenn er das Ding hier eliminieren will. Das sollte aber eigentlich gelingen. Also na, hier oben 591, da könnte man dann auch einen Trail hinstellen. Und dort erstmal dann auch aussteigen, wenn er das macht. So, oder ich bin hier vielleicht ein bisschen früh rein, aber gut, okay. Irgendwie mit 2, 3 Punkten plus, das passt schon. Den kann man aber nochmal machen, ne? Also, wenn man da halt irgendwie drauf bauen will. Also, ich würde schon tippen, dass der versucht, das auszureizen. So, am DAX geht schon wieder die Motivation hier aus. Aber gut, angeschossen ist die ganze Nummer hier, die Abwärtsnummer. So, gleich mal gucken, was die Jungs dann sagen um 9:30. Also ich verstehe halt nicht so irgendwie, na gut, ich hätte schon irgendwie gut gefunden, wenn wir auf dem Vortageshoch aufgesetzt hätten. Und fände es natürlich richtig mies, wenn er das jetzt macht, nachdem er hier oben die Hochs rausgenommen hat. Dann. Lieber Nelson, sage ich dir, war das das letzte Mal, dass wir den DAX gehandelt haben, morgens um hier zur US-Öffnung, weil das wäre einfach nur unnötig. Aber warten wir mal ab. Ich will nicht zu früh meckern, weil das wäre halt leider aber dann typisch für den DAX. Ne? Neue Hochs machen, dann doch wieder runter und nur unsauber. Aber okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, Lutz, du hast vorhin gemeint. Was, das habe ich schon? Habe ich auch schon 10 Mal gesagt, ich weiß. Ich wollte es nicht sagen, Stefan, aber Ja, ich weiß, ey. Aber das ist einfach nur das Vieh, ey. Der geht mir so. Sorry. Es ist ja noch alles gut, ne? So, es ist ja noch nichts passiert. Also. Neues Hoch heißt ja nicht unbedingt, der muss direkt weiterlaufen. Ne? Der darf jetzt hier auch ein bisschen rumschrabbeln. Ich habe ja auch gerade gesagt, der darf auch so ein bisschen hier runter. Das darf er alles machen. Muss es jetzt aber durchziehen. Ansonsten ist es einfach nur ein Schweinchen. Was? Nur Overtrading? Nein. Das hat mit Overtrading zu tun. Ich versuche hier zu scalpen. Ne? Also Overtrading wäre für mich ja eher, wenn ich dann irgendwie versuche irgendwie 24 Stunden lang an irgendwie 1000 Dingen da halt festzuhalten, ne? Sondern ich muss ja hier schnell sein. Ich muss ja irgendwo versuchen, die Geschichte hier zu greifen, weil ich ja nur eine Chance jetzt hier auch habe mit dem Webinar, nämlich halt eben bis 10 Uhr halt mit der Geschichte hier durch zu sein, ne? Das ist ja der Ansatz. Deswegen muss ich halt hier auch irgendwie ein paar Mal mehr dann ansetzen. Also hier, der Kollege ist auch wieder da. Ne, der hat einfach nur ein bisschen tiefer darunter angesetzt. Das heißt, den hole ich mir auf jeden Fall hier nochmal. Ne.
Da war ich vorhin nur so ein bisschen früh, aber grundsätzlich finde ich das richtig. Also hier bei der 591, da nochmal irgendwie hinzulaufen, der kann auch nochmal hier unten irgendwie so rumzackern, das kann er alles machen. Das tut überhaupt nicht weh, aber der darf einmal da oben irgendwie anklopfen. Und irgendwann macht dann auch vielleicht mal einer auf da oben. So, aber der DAX kann sich jetzt endlich mal von seiner Eröffnung wegbewegen. Wird doch hier mal so 30, 40 Punkte am Stück zustande kriegen. Also, da steht ja nur an der Eröffnung rum. Guck mal, da ist die Eröffnung. Ein Punkt irgendwie drüber. Also, jetzt rennen mal gefälligst darauf. So, das heißt also hier, ne, wenn das jetzt rausgenommen wird, das Hoch. Deswegen würde ich, da oben würde ich den auch direkt nochmal weiter skalieren. Das heißt, wenn das rausgenommen wird, so, das heißt, dann war es wahrscheinlich echt und damit wäre dann halt auch die Abwärtsbewegung gleich in zwei Anläufen hier eigentlich erstmal eliminiert und dann sollten wir relativ schnell dann auch die 832 sehen. Also das heißt, das bisherige Tageshoch und dann halt eben auch versuchen, dann da oben rauszukommen. Siehst du das, Nelson, was wir hier? Hier gibt es ein bisschen Problemchen. Da war gerade der Spread irgendwie bei 4, 5 Punkten und der Phil hat auch gerade ein bisschen zu lange gedauert. So, also hier, ne, sieht man es. Dow, zack, da ist er doch. Na komm, ein Punkt schaffst du auch noch. Wenn nicht, Trail, fertig. Dow ist einfach mein Freund. Der. Ich versag keinen Namen. Guck das mal. Jetzt zackert er hier schon wieder rum. Lauf doch mal weiter, Kollege. Das ist doch echt alles nicht wahr. So, jedes Mal jetzt hier irgendwie Phil und dann schon wieder 3 Punkte rückwärts. So, nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, irgendwie bis 10 Uhr ist das erledigt und dann stehen wir auch über der 832. Es kann sein, dass ich zwischendurch dann eingeschlafen bin. Das ist möglich. Aber dann ist es halt so. Also, waren dann jetzt hier. Nochmal irgendwie ein paar Pünktchen im Dow, nicht viel, aber Punkte. So. Ja, wir machen nur noch den Dow. Also. Ne, Nelson? Wir halten es mal fest, ja. Ja. So, ich bin ja geneigt, hier irgendwie 50 Kontrakte reinzugeben, damit ich den irgendwie nach 3 Punkten schließen kann, weil er mir auf den Keks geht. Okay. Ich lasse ihn mal die. Ich muss mich hier selber irgendwie im Zaum halten. Die 5 Minuten hier mal fertig machen nach der Knoppers-Fraktion. Herrgott, was ein Markt. Ja. Muss eigentlich mal Stopp. Okay. So, ich würde mir die halt auch hier unten nochmal weiter zusammenbauen. Ne? Also so 25 Kontrakte ist jetzt ja, schon okay. Was? Dann macht doch alle 2 Wochen halt die Uhr. Ja. Könnten wir auch mal drüber reden. Das ist schon richtig. Ne? Aber ich mag das morgens eigentlich schon. Also es spricht da überhaupt nichts dagegen, irgendwie morgens den Dow zu handeln. Ne? Weil man sieht es ja, guck, ich habe hier irgendwie 3 Trades gemacht und die sind alle sauber. Und der ist, also dass der, vor allen Dingen der Riesenvorteil im Dow morgens ist ja halt eigentlich auch der, also wir hatten aber auch schon, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch schon irgendwie Situationen, wo der Dow halt überhaupt nicht gelaufen ist, einfach morgens, ne? Gab es halt auch schon. Aber da halt hier nur der Future läuft, ne, ist das halt eigentlich total klasse, weil das dann halt alles so schön sauber funktioniert, ne? So wie gemalt. Und wenn die Kasse irgendwie dabei ist, die drehen ja mal völlig durch. Also das ist ja dann halt eher mal so ein bisschen anstrengend, ja, wenn die dann halt irgendwie plötzlich anfangen, irgendwie ihre Tagesziele sofort zu attackieren und dann hat man da irgendwie mal eine Minutenkerze, die 100 Punkte lang ist und denkst, was, Alter. Und die machen ja eher mal so ein bisschen Chaos in den Markt dann halt rein. Ne? Chaos kann man auch handeln. 15:30 Uhr, keine Frage. Habe ich auch schon in Webinaren schon oft gut hingekriegt.
Aber halt, wenn man jetzt irgendwie hier versucht, Strukturen, Trends und so weiter zu handeln, ist tatsächlich der reine Future, finde ich, wesentlich entspannter. Daher ist es gar nicht so abwegig, dann halt auch den stattdessen einfach morgens zu handeln. So, also die 5 Minuten sind um. Wir haben also hier ein grünes Ding stehen. An der 800. So, das heißt, kann jetzt einfach weiter für meine Begriffe. Und wie gesagt, die 832, also das Tageshoch da oben, wäre jetzt irgendwie so nächste Anlaufstelle. Das ist jetzt erstmal hier so ein bisschen im Minus der Trade, weil ich den halt gedreht habe, also erstmal zur Hälfte aufgelöst, im Minus und dann halt den Rest gedreht. Das ist natürlich ein bisschen grenzwertig, ne? Das ist überhaupt gar keine Frage. Also, weil, wenn der Markt sich, das Problem beim Drehen im Verlust ist immer der, wenn der Markt sich dazu entschließt, irgendwie eine Range zu basteln und dann hat man halt einfach nur doppelt an der Stelle verloren. Ne? Das ist halt einfach das Problem dabei. Und das weiß man halt einfach nicht vorher. Ne? Wenn man ja wüsste, wo der halt irgendwelche Ranges bastelt, dann wäre halt alles immer schick und einfach. Aber ist halt leider ja nicht der Fall. Ne? So. Gucken, ob das hier reicht. Ob wir den jetzt von hier direkt darauf kriegen. Aber der hängt natürlich hier, also sofern der DAX halt irgendwie Lust hat, sich jetzt auch hier an die Strukturen zu orientieren, der hängt natürlich hier so ein bisschen fest. Dann halt eben an der letzten Abwärtsbewegung, also an dem Start von der letzten Abwärtsbewegung, das natürlich jetzt auch nichts anderes als die Kassaeröffnung ist. Aber eigentlich, wie gesagt, auch hier, wenn der Kassamarkt aktiv wird, eigentlich ist es ja doch eher, ich weiß nicht, ich sage manueller Handel, aber doch eher manuelle Entscheidungen, ne? Die dann halt eben zuvor getroffen wurden. Und was der Markt dann eben so vorhat. Wobei das hier halt schon ein bisschen so aussieht, als wäre da nicht so wahnsinnig viel beschlossen worden, weil es halt einfach sehr dünn ist, ne? Also was halt hier läuft. Ist halt echt nicht so wahnsinnig volatil. Was machen wir alle? Also, gucken wir gleich hier die Kommentare. Ich gucke gleich nochmal rein. Also, ne, sobald wir hier jetzt mal eine Bewegung haben, was ja nur eine Frage von Stunden sein kann. Höchstens. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch gleich noch die Mörderrakete da oben raus. Also hier ist Intraday High da oben, ne? 835. 862 wäre natürlich dann halt hier so bei mir aus dem Live-Chart das nächste Level, aber 60 Punkte, das scheint ja irgendwie eine Weltreise zu sein, ne? Also das wäre dann hier oben so irgendwo 862. Es klemmt, es klemmt. Aber ich gebe ihm mal ein bisschen Zeit hier. So, also, was haben wir denn hier an Kommentaren? Dann gucke ich mal drüber. Also, Skype Long am Hoch. Ja, der Markus hat es auf Frankfurterisch formuliert. Geht dir auf die Eier. Also, Zitat, sowas würde ich ja nie im Webinar sagen. Oh, das kommt auch. Ich würde das sagen, wenn es mein Deutsch wäre. Ich habe ja auch schon gesagt, gib mir einen Sack. Das ist auch so. So, Zitat Ende. Zitat Ende, genau. So, Viva Blong, was? Skype? Ja. So, was ist denn jetzt hier mit den Knoppers, ne? Hier 5 Minuten Pause gemacht. Gut, also ne, hier sieht man, hier Knoppers, 9:30 in Deutschland, da gibt es 5 Minuten Pause, bis Knoppers gegessen ist. So, jetzt wäre dann aber auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo das Ding mal rennen kann, ne?
Es ist genug hier mit Knoppers essen. So, sag mir nachmittags das machen. Ja, okay. So, was ist das ein Tool, für ein Tool über dem Flux? Der fragt der Heinz. Ja, das ist hier, wie gesagt, das ist das Priax heißt das Ding. Also letzten Endes nichts anderes als Price Action Kontext, also einfach nur ein Kunstwort für die Außenstäbe, die ja halt aber hier auch im Stereo Trader die Grundlage sind für verschiedene statistisch relevante Trading Stops. Ne? Das Tool gibt es eigentlich schon ganz lange. Ich habe es nur nie veröffentlicht. Ich habe es jetzt dann aber in den Live-Chart mit reingepackt. Also das heißt, diejenigen, die den Live-Chart haben, das Add-on, die haben halt auch das Priax, also die Außenstabsdarstellung, eben auch mit dabei als Tool. Das ist das. Das heißt, ich kann hier einfach nur ein ausschalten. Ich finde es sehr hilfreich, vor allen Dingen im DAO. Mein Gott, jetzt kleben wir hier wirklich in der 5-Punkte-Range fest. Das kann doch nicht sein. Vor allen Dingen im DAO, weil der halt wirklich oft Strukturen entwickelt. Also offenbar programmierte Strukturen, ne, die dann halt, wenn zum Beispiel halt irgendwelche Algos halt den Markt durch die Gegend fahren. Und dann machen die das ganz oft, nämlich genau mit diesen Außenstabstrukturen, die man dann halt im M5 und im M15 dann halt in erster Linie dann halt sieht. Und man sieht eben auch, dass das halt eben zum Scalpen eigentlich sich immer wieder gut eignet. Und auch wenn es nur so ein paar Punkte sind, aber die sind immer relativ safe, ja, die man da halt auch schon mal mitnehmen kann. So, kommt da jetzt endlich was. Bin ja hier auch geneigt, schon wieder long zu gehen, ne? Wenn man sich das mal anguckt hier auch, ne? Also wenn diese Kerze, diese Stundenkerze, die könnte doch gut und gerne da oben auch irgendwie wieder irgendwie den Kopf rausstrecken. Aber okay, ich muss ja nicht alles hier irgendwie machen. So, DAX, gib Gummi. So, gucken, weil der wird wahrscheinlich jetzt halt auch, ne, wenn er das Ding da oben erlegt hat, also hier im M15, die rote, dann wird er höchstwahrscheinlich auch direkt eins draufsetzen und direkt hinterher rennen. Mal gleich mal gucken, ob sich das bewahrheitet. 2 Minuten hat er noch. Wenn er es denn bricht, ne? Das ist natürlich auch immer die große Frage. DAX macht mir hier gerade die Freude, an meinem Break-Even zu bremsen. Aber ich würde schon tippen, dass der gleich nach oben durchrennt, erstmal. Auch wenn ich das mit dem Vortages, hoch noch nicht so ganz verstehe. Und ich hoffe, er veräppelt mich hier nicht. Aber welche sind wir jetzt auch schon wieder nur an den Hochs dran? Mehr ist da halt eigentlich noch gar nicht. Also, die müsste jetzt natürlich hier, ne? Die müsste jetzt schon brechen. Ne? Da muss also jetzt schon ein bisschen Dampf kommen und dass wir halt einmal da oben durchlaufen. Und dann würde ich aber tatsächlich da oben die Nummer drehen. Ne? Also, falls wir irgendwie die 862 kriegen sollten im Spike, würde ich die tatsächlich da oben drehen. Weil mir gefällt das nicht. Also, was jetzt hier die ganze Long-Nummer angeht, mir gefällt einfach nicht, dass wir nicht mal irgendwie am Vortag angeschlossen haben. In keiner Weise. Ne? Und das sieht hier so ein bisschen aus wie mit Vorsicht zu genießen, das Gelonge hier. Na komm, jetzt geh doch einmal da oben durch. Mein Gott. Und das hat eben möglicherweise jetzt nur ein Squeeze wird, ne? Um dann halt eben die Bären rauszudrücken. Das heißt also, dass wir hier nur Short-Auflösungen sehen und dann nachher die eigentliche Bewegung kommt. Und die würde dann, so behaupte ich, wenn sie dann erstmal startet, in jedem Fall bis zum Vortag. Vortageshoch dann gehen. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass er mich hier einfach nur veräppelt, ja. Und mir das Ding jetzt um die Ohren fliegt. Ich will es nicht hoffen. Aber möglich ist es, keine Frage. So, 45 in Grün. So, was sagt der DAO zu der ganzen Geschichte? Hängt auch immer noch in der ersten Abwärtsbewegung hier drin. Ne? Also schon noch ein bisschen tricky, die ganze Nummer.
schon noch ein wenig tricky. Da haben wir es wieder, ne? Na, siehst du das? Spread 3,5. Wo wir letztes drüber geredet haben, ne? Ja. Da ist irgendwas faul. So, das hier ist natürlich jetzt echt. Sag ja, ich hoffe, der veräppelt mich hier nicht, ne? Aber es sieht fast so aus. Weil wenn es jetzt nicht kommt, dann kommt es auch nicht, ne? Also dann muss ich das Ding hier auflösen. Es bringt überhaupt nichts. Weil wie gesagt, ich finde es halt einfach für Long, für wirklich funktionierend Long, nicht gut, dass er nicht am Vortageshoch dran war. Weil das wäre halt einfach so ein Ding für den Kassamarkt. Ja, also das der einzig relevante oder einzig wirklich interessante Punkt für den Kassamarkt. Ist das so in Ordnung hier mit den Bewegungen? Das sieht ja aus, als wäre irgendwas kaputt. Oder ist das wirklich der DAX? Sehr merkwürdig. Bin gerade etwas. Irritiert. Okay, wie dem auch sei. Was? Der Vortages. Hey? Der Norbert, was? VTS? Was ist VTS? Er schreibt gerade hier, der VTS ist wie ein Magnet und würde passen mit dem Gap der Norbert. Was ist VTS? So, also. Oh, jetzt habe ich die Fragen weggeblendet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das noch funktioniert. Hier, wenn ich die aufmache. Also, wie ich GoToWebinar kenne, kommt das jetzt ja genau da, wo es nicht kommen soll. VTS bedeutet Vortagesschluss. Ah. Okay. So, kriegen wir es jetzt? Oder immer noch nicht? Komm schon. Ich habe eine vernünftige Bewegung hier zustande kriegen. Mit einer vernünftigen Positionsgröße. So. Also ein bisschen was minimal passiert hier, wird dann jetzt trotzdem hier. Also eigentlich würde ich die nicht rausnehmen, ne? Aber ich brauche natürlich auch hier so ein bisschen mehr Bums. Ansonsten wird es nämlich einfach nur teuer. Weil da kommt irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Jetzt mal gucken, vielleicht mit dem Abschluss von dieser 5-Minuten-Kerze, vielleicht drückt die uns ja mal ein bisschen weiter da oben durch. Ja, weil die steht hier zumindest schon mal über den letzten Hochs an der Stelle drüber. Wenn die jetzt hier schließt, was ich doch mal sehr hoffe, dann müsste es eigentlich relativ schnell einen Schuss jetzt dann auch oben geben auch. Ja, okay. Also sie schließt zumindest schon mal okay. Aber auch trotzdem haben wir hier jetzt natürlich das nächste Ding. Ja, da, also genau hier dieser kleine Raum hier, ne, der muss natürlich jetzt erstmal weg. So, ach, hier ist auch so ein Pivot, okay, sehe ich auch gerade, habe ich vorher gar nicht gesehen.
Ist aber eigentlich wurscht. Eigentlich wurscht. Also relevant ist natürlich halt hier das Hoch, was wir bisher gesehen haben. Aber der Markt schleicht. Der schleicht echt so krass. Das ist. Ein Punkt drauf und runter hier wieder. Ich nehme mal hier irgendwie was raus. Also es ist irgendwie so richtig gut, gefällt mir das hier alles nicht. Ne? Und sichere den jetzt erstmal ab. So, weil das ist natürlich, muss ich halt auch dazu sagen, ich meine, es ist ein gedrehter Trade, der war vorhin im Verlust in der falschen Richtung und ist jetzt nach Long gedreht. Also mit der Positionsgröße dann auch aufgedreht, wie sie eigentlich aber auch gerne hätte, von der Size her. Aber ich habe ja gesagt, 25 Kontrakte, das wäre ja eigentlich schon okay. Aber trotzdem, mein Entry ist jetzt einfach auch nicht gut genug. Ne? Und deswegen habe ich jetzt hier erstmal auch ein bisschen was rausgenommen. So, und würde jetzt mal gucken, wie hoch da wir dann halt eben kommen. Ne? Aber eigentlich, ne, so, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, weil ich habe ja gesagt, als wir da angefangen haben, ich habe überhaupt keine Ahnung, Meinung, ja. Eigentlich ist das immer die beste Voraussetzung, um mit einem Markt irgendwie klarzukommen. Ne? Weil man dann auch am genauesten hinguckt, was das Ganze dann wohl werden soll und könnte und sich einfach darauf einstellt. Ne? Und nicht irgendwie mit einer Meinung da halt versucht, unbedingt recht zu haben und irgendwie zum Schluss ist es doch nur teuer. Ja. Eigentlich finde ich das dann halt ganz gut. Also man merkt ja auch, ich bin da total tiefenentspannt hier gerade mit der ganzen Nummer unterwegs, eben weil ich mich nicht so festgefahren habe, ne? Ja, beziehungsweise auf irgendwas hier eingeschossen in Richtung, was der Markt eigentlich machen soll. Also hier die 832 habe ich ja gesagt, da will ich eigentlich nochmal hin. Die liegen jetzt auf der Hand, die hatten wir jetzt schon. Ob der jetzt ein neues Hoch macht, weiß ich natürlich nicht. Fände ich natürlich schon gut, wenn wir einmal ordentlich da oben durchdrücken, aber wenn nicht, dann nicht. So, und der Dow klemmt immer noch an seiner Abwärtsbewegung hier fest. Also kann auch sein, dass es jetzt einfach war, ne? Einmal hier das Hoch ausgelotet und dann wieder auf Anfang. Auch möglich, ich weiß es nicht, ne? Also, weil hier ist nochmal, was mir nicht gefällt bei diesem Long-Ding hier, ist einfach, dass wir einfach keinen Anschluss haben. Ne? Das ist ja wie am Bahnhof. Also nicht wie am Bahnhof, sondern ja irgendwie schon, weil das Ding ist, ich meine, nicht mal irgendwie am Vortageshoch. Also, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das ist wäre sehr ungewöhnlich, wenn der jetzt hier einfach weiterläuft. Deswegen glaube ich fast, dass das halt hier irgendwie nur so jetzt Short-Auflösungen sind und die eigentliche Bewegung echt dann später kommt, ne? Wann auch immer. Also, aber das hier sind, das ist kein richtiger Anstieg mehr ab der Stelle. Das ist komisch. Ne, deswegen bin ich auch hier so zurückhaltend mit jetzt irgendwie so, wow, der macht jetzt hier ein neues Hoch und das weiß ich nicht. Ne? Also, wenn wir von unten kommen würden, ja. Wir sagen ja, pf, der geht jetzt hier zum Stundenschluss, geht der, knallt der nach oben durch. Eigentlich nur typisch, weil irgendwie alles hier auf Long gedreht ist. Also das zeigt alles nach Norden. Aber es ist einfach, nee, nee, das ist, ich traue dem Braten so nicht. Ne? Vielleicht sollte man den auch hier direkt rausnehmen. Aber ich gebe dem jetzt mal die Chance, also zumindest mal nach oben halt durch zu schießen einmal kurz. Und dann würde ich tatsächlich oberhalb direkt Short drehen, die ganze Nummer wieder. Ne? Weil das ist, das, wenn das jetzt kommt, ja, also wenn wir jetzt hier einen Stich nach oben kriegen, dann ist es höchstwahrscheinlich ein Spike und wo dann halt einfach nur die Letzten dann halt irgendwie aufgeben und sagen, okay, nichts mehr, Short. Aber sich dann, was heißt aufgeben, ne? Die dann halt einfach den Entry dann eine Nummer höher verlagern. Aber alles andere sehe ich hier nicht wirklich. Also. Not really. Und im Daily sieht man ja halt auch, ne, wenn man den sich mal schnappt,
Da wäre natürlich 909 hier oben, also dieser Peak da oben, ne? Der wäre natürlich schon interessant, klar. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt hier 70 Punkte raufschießen. Ich fände es super, ja. Bin ja long. Aber da habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, dass das jetzt wirklich passiert. Also ich gehe mal hier manuell hinterher jetzt erstmal, weil ich glaube, den kann man auch sowieso nicht irgendwie automatisiert trailen an der Stelle. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Also nicht auf diesem Level, ne? Wenn man von unten irgendwie kommt und dann kann man das, das habe ich ja auch vorher schon oft gemacht und auch beschrieben, dass dann schnappt man sich halt hier wirklich diese Struktur im M15, nimmt dann halt hier den Priax Trail, ne? Passend dazu, Priax oder Priax Plus. Und das heißt, der würde dann halt einfach unterhalb von den Kästen hier immer wieder den Stop nachziehen. Und Priax Plus würde ihn zudem einfach rausnehmen, sobald der Verschlusskurs unterboten ist, egal wo der Markt dann halt steht, ne? Ansonsten, beziehungsweise egal, was hier eingestellt ist an Distanz, dann würde er den einfach beenden. Und das hat schon eine sehr, sehr hohe statistische Relevanz, ne? Weil eigentlich kann man immer sagen, sobald das, also zumindest von den Trades, wenn man das im Backtesting halt mal probiert, und das halt immer, sobald irgendwie so ein Trail gerissen wird, dann kommt auch erstmal nichts hinterher in die eigentliche Richtung, ne? Also nichts Nennenswertes mehr. Meistens korrigiert es dann erstmal. So, also, sieht doch gar nicht blöd aus, ne? Einfach mal hinterher hier im Stop so ein bisschen. Nimmst du deine Aussage zum DAX zurück? Nö. Ja, der überstrapaziert einfach meine Nerven. Das ist, glaube ich, das Problem bei der ganzen Geschichte. So, jetzt mal gucken, ob wir jetzt da oben durchschießen. Schreibe auch gerade ein, habe bei 840 Resistance. Ja, dann musst du da shorten. Aber ich habe da jetzt gerade nicht mehr als irgendwie den R2. Aber ich habe einen Stundenschluss, der gerade läuft. Das heißt, ich habe einen Impuls, der nach oben ist. Also nicht ich, ja, aber der DAX hat ihn. Und da würde ich mich jetzt mal irgendwie, also ich, ja, was du machst, Markus, das weiß ich natürlich nicht, aber ich hätte da jetzt so ein bisschen Bedenken, mich da jetzt einfach dagegen zu stellen, weil wir laufen hier über die Hochs gerade drüber. Hier im M15 sieht man es viel schöner. Laufen da gerade drüber. Oder wir stehen zumindest drüber. Ob wir drüber laufen, steht auf dem anderen Blatt, aber typisch ist, dass wir halt eben zum Ende der Stunde nochmal halt einen Schub kriegen. Ne? Das wäre schon sehr, sehr nicht außergewöhnlich. Und ich würde hier tatsächlich sogar mal in sichere Distanz bringen da oben, beziehungsweise erstmal nichts machen. Also hier mein Exit. Aber vielleicht hast du ja auch recht. Ich gönne es dir. Weil der Trade ist ja soweit durch. Beziehungsweise so halbwegs gelaufen dahin, wo er sollte. Also das heißt halbwegs, ja. Nee, er ist dahin gelaufen, wo er sollte. Nämlich hier die 832. So, ob der jetzt dann da drüber läuft, das ist der Geier. Ne? Keiner weiß es. Aber das warten wir jetzt mal noch kurz ab. Und hier den Stundenschluss. Und dann kann man das Ding ja auch demnächst beenden. Ne? Also hier mein Resistance wäre bei 836. Also wenn ich das jetzt den Impuls mal ignoriere, auf der Stunde aus dem Live-Chart bei 832, aber der versucht jetzt natürlich drüber zu schließen. So, und das kann schon sein, dass das gelingt. Ich weiß es nicht. Ne? So, das heißt aber dann eben auch, wenn jetzt die Stunde drüber schließt, setzen wir höchstwahrscheinlich auch noch gleich eins obendran. Das wäre so die Herangehensweise mit der Legende, schließen wir drunter, kann man hier einfach auch manuell dicht machen. Ne? Weil dann wird das sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. So, 3 Sekunden, schließt er drüber oder drunter, schließt drunter. So, das heißt hier, zack, Ende Feierabend. Macht gar keinen Sinn. So, dann kriegst du wahrscheinlich, lieber Markus, auch deine Reaktion. Bin mal gespannt. Also ich hätte jetzt hier noch irgendwie, keine Ahnung, ja, nochmal 10 Punkte mehr mitnehmen können, das ist schon richtig. Mal den Stop hintersetzen, aber ich glaube nicht, dass da noch viel kommt.
So, also waren ja irgendwie noch mal ein paar Euro, aber okay. Gut. So, also alles aufgegangen, bis auf die Idee, dass er runter soll, aber keinen einzigen Trade versemmelt. Das ist ja auch nicht so doof, ne? Gut, also ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen weitergeholfen, weil ich glaube, das ist ja auch irgendwie schwierig, den Markt halt irgendwie so ganz einfach zu greifen, ne? Und auch irgendwie oben long, also das heißt oben long, ne? Ich meine, das ist ja natürlich irgendwie, wenn da einer sagt, oh, ich will short, und ich komme da halt irgendwie dann relativ schnell mit long dann halt wieder auf den Plan, wo man auch so denkt, ja, aber der steht doch schon so hoch, ne? So, das ist halt, ja. Hat leider nicht, wie der Markt das sieht, ne? Und das ist natürlich halt auch eine Nummer, wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, ne? Irgendwie im H1. Und wo, ne? Also da oben long. Ja, wenn der Markt der Meinung ist, der ist da oben wird noch gekauft oder aufgelöst, dann ist das halt so, ne? Und klar, irgendwie in eine saubere Korrektur irgendwie rein, finden alle super. Ne? Hätte ich hier auch tausendmal besser gefunden, wenn wir einfach mal hier ins Gap aufs Vortageshoch, ich habe es jetzt oft genug gesagt, mal aufgesetzt hätten, ja, wesentlich schicker gewesen, da nochmal versuchen raufzuziehen. Und hier oben einfach so, von hier gesehen ist es ja irgendwie so mittendrin da oben, aber ist halt so, kann es nicht ändern. Aber es ist ja was bei rausgekommen und von daher ist das ja erstmal alles gut. Ne? Also hier nochmal DAX insgesamt irgendwie 400 irgendwas jetzt. Stimmt das? Ja. Aber es hängt natürlich ja auch an der Positionsgröße dann halt letzten Endes. Ne? Also kann man ja nicht einfach eins zu eins übertragen und hier auch irgendwie, okay, da ist einer, der gehört da glaube ich nicht hin, aber auch so 400, 500 dann nochmal. Gut. Alright. Also, hoffe, hat euch Spaß gemacht. Und hättest du jetzt ohne, oh, ich guck mal ganz, ganz schnell in die Kommentare noch. Den DAX habe ich mir gespart, ja. Das ist auch absolut in Ordnung. Hättest du jetzt ohne das Webinar diesen Trade auch gemacht? Nee, ich hätte den schon gemacht. Also, klar. Ob ich im DAX gemacht hätte, das weiß ich nicht. Das steht auch noch im Blatt. So, alright. Also, Dankeschön. Danke auch an dich, Nelson. Wie immer hast du gleich gerne auch das allerletzte Wort. Nicht das allerletzte, aber das letzte für heute im Webinar. Also, ich hoffe, es war hilfreich und also, ich fand es ja dann doch recht gut gelungen. Ein bisschen anderer Ansatz als sonst, nämlich eben keine großen Strecken, aber halt und genauer gucken. Hat funktioniert. Ich bedanke mich auch beim Markt, dass er mich nicht abgestraft hat hier. Und ja, bleibt noch gerne, bis der Nelson euch auch noch verabschiedet hat. War schön wie immer mit euch und freue mich auf das nächste Mal. Das ist in 2 Wochen, glaube ich, diesmal erst. Du hast jetzt erstmal FX Flat frei. Und ich bedanke mich für das Webinar. Vielen Dank. Und natürlich auch danke an alle Teilnehmer. Wünsche ebenfalls einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag oder eine erfolgreiche Woche. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.